Geschätzte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Einheimische, liebe Heimwehfrutter, herzlich willkommen. Es freut uns vom Tourismusverein sehr, dass Sie so zahlreich an unserer heutigen traditionell familiär gestalteten Feier anwesend sind. Eine Feier, die kommt ein bisschen näher, müsst nicht Angst haben. Eine Feier, wo in diesem Jahr unter einem ganz besonderen Stern steht, nämlich wir dürfen einen Festredner engagieren, den wir so in den vergangenen Jahren noch nie hatten. Und es freut uns ganz gross, dass der Herr Regierungsrat Josef Hess uns mit einem Anspruch wird verwöhnen, der hoffentlich dann auch uns ein bisschen in Erinnerung bleibt. Danke herzlich, Sepp Hess, dass du uns heute mit deiner Anwesenheit und einem Beitrag beehren. Seit Mitte März hat sich unser Leben wesentlich verändert. Umso dankbarer sind wir, dass wir trotz aller Widerwärtigkeit den Anlass heute dürfen hier durchführen. Und wir haben es gewohnt, den Anlass durchzuführen, weil wir ja hier in ganz sauberer Bergluft sind und ich immer den Flecken Erde hier ein bisschen als Corona-Fluchtregion bezeichne. Zum Ablauf der Feier. Wir starten jetzt dann mit einem weiteren Musikvortrag von Pascal und von der Marie-Soleil, die uns hier ein bisschen verwöhnen mit Musik. Dann kommt die Rede vom Sepp Hess. Dann gibt es nochmal ein kleines Volksmusiklied. Und schließlich dürfen wir noch einen Bettruf zuhören, wo hier auf der Frut nicht nur am 1. August vortragen wird. Alle, die hier schon länger ein bisschen daheim sind, wissen, dass die Eltern, die hier oben gastieren, das auch immer wieder in ihren Alphütten vollziehen. Nachher ist hier der Akt fertig und dann würden die Trinkler von Kärnz, die Hobbytrinkler von Kärnz, uns anführen und wir würden Richtung Distelboden hinterher laufen. Und dort sollte noch eine Flasche offen sein, dass wir vielleicht mit einem Gläschen Wein anstoßen auf den Geburtstag von unserem Land. Und um 22:30 wird hinten noch das Feuerwerk. Ich hoffe, das Wetter hält. Und dann wird dort hinten die Feier offiziell beendet. Wichtig ist noch die, die das Tal müssen, dass die am 22:45 in der Bergstation spätestens sich einfinden, um das Bändchen ins Tal zu finden. Jetzt bleibt mir nur noch zu danken übrig, nämlich all denjenigen, die sich hinter und vor den Kulissen für den Anlass hier eingesetzt haben. Insbesondere der Sportbahn Melchsee Frutt und der Gastronomiebetrieb Frutt Resort, Hotel Posthuis, das wieder das Höhenfeuer organisiert, und das Hotel Distelboden. Jetzt starten wir und wir hören Marie-Louise jetzt mit einem Juzer. Ya la 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 la
Ja, liebe Känzerinnen und Känzer, liebe Gäste von der Malchsee Frutt, Herr Gemeindepräsident, Herr Ständerat, lieber Peter Schaffner, liebe Leute, alle, die ich jetzt hier nicht namentlich begrüßt habe, ich freue mich außerordentlich, hier auf der Malchsee Frutt mit euch zusammen den Geburtstag der Schweiz zu feiern. Besonders freue ich mich, dass wir das hier oben auf 1900 Meter über Meer umgeben von einem wunderbaren Bergpanorama dürfen machen. Die Frutt muss ich Ihnen nicht vorstellen. Sie alle hier sind da, weil sie mit der Frutt besonders verbunden sind. Auch ich habe meine persönlichen Beziehungen zur Frutt. Schon vor Jahrzehnten habe ich mit dem Dr. Leo Liener Zählig, dem Geolog Thomas Gubler, dem Höhlenforscher Martin Trüssel und mit dem Hugo Herzog Selig eine Naturkundepfad eingerichtet, wo man, glaube ich, in ein paar Überresten jetzt noch etwas davon vorfindet. Mit dem Höhlenforscher Martin Trüssel bin ich sogar ein paar Stunden in den Abschnitten von dieser legendären Karsthöhle gewesen, wo inzwischen, glaube ich, etwa 60 Kilometer vermessen sind. Wir sind dort 4-5 Stunden rumgeschnackt in dieser Höhle und haben dann, glaube ich, in 4 Stunden etwa 700 Meter geschafft. 2017, 2018 und dieses Jahr habe ich aktiv dabei sein, wo hier oben auf dem Hängli Boden oberhalb von Tannen Bartgeier ausgewildert worden sind. Dieses Jahr waren es schon die Nummern 10 und 11 gewesen, die inzwischen bereits erfolgreich ihre Flugversuche absolviert haben. Und auch als im alten Kantonsteil wohnhaften Engelberger gab man ab und zu auf die Frutt Skifahren. Noch ganz ohne Skigebietsverbindung, Erlebnisregion. Und der Winter leider auch ein bisschen zu kurz. Und wenn ich da auf ein bisschen zu kurz komme, komme ich natürlich auch auf Corona zu reden. Keine Angst, ich werde euch nicht reden über Lockdowns, Quarantäne, Maskenpflicht, Covid-Tracing und Testing halten. Aber das Thema hat uns beschäftigt. Völlig unbekannt ist so eine Pandemie auf der Welt nicht. Aber niemand von uns hat, glaube ich, geglaubt, dass das auch eins könnte uns betreffen. Niemand hat daran geglaubt, dass es uns so stark betreffen könnte. Und eins ist, glaube ich, sicher, beschäftigen wird uns Corona noch lange. Nicht nur im Gesundheitswesen, auch in der Wirtschaft, im Tourismus oder bei den öffentlichen Finanzen oder beim Sport. Und wir dürfen und müssen gespannt sein auf die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre, wo uns da noch mit dem Corona bevorstand.
Corona hat auch gewisse Vorteile. Es hat unsere Agenden gelockert. Und ehrlich gesagt, viele von diesen Terminen, die da gestrichen worden sind, vermissen wir gar nicht so richtig. Wir haben auch plötzlich Zeit für Sachen, die wir ohne Corona vielleicht nicht oder nicht so ausgiebig gemacht hätten. Wie zum Beispiel die Schweiz und ihre schönen Flecken, wie zum Beispiel hier oben auf der Melse Frucht, zu entdecken. Wegen Corona sind auch viele erste Augsterfeiern abgesagt worden, den Anlass hier nicht. Ich habe mich darauf gefreut und Sie hoffentlich auch. Übrigens, wegen der Redelänge ist es einfach etwa so lang, bis ich da das Manuskript nicht mehr lesen kann, weil es so dunkel ist. Wo unsere Vorfahren, die Ureidgenossen, 1291, also vor 729 Jahren, sich auf dem Rütli getroffen haben, sind sie zusammengekommen, um sich gegenseitig Treue zu schwören. Aber auch, um sich von den Vögten zu befreien, die nach dem Tod von Rudolf von Habsburg die Bevölkerung hier in unseren Tälern haben zu drangsalieren. Der Friedrich Schiller hat das in seinem Drama Wilhelm Tell auf die dramaturgische Spitze getrieben, der treue Schwur auf dem Rütli. Dort heisst es, lasst uns den Eid des Bundes schwören. Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern. Über die Schwestern haben wir jetzt mal natürlich noch nicht geredet. Also, wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, eher den Tod als in der Knechtschaft leben. Wir wollen trauen auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen. Denn ein Eidgenossen auf dem Rütli ist es also um Freiheit gegangen. Und bei dem Schwur ist gemäss der Geschichte oder der Legende auch einer aus dem Melchtal dabei gewesen, der Arnold von Melchtal. Das Weissbuch von Sarne berichtet, dass Knecht vom Reichsvogt Landenberg zu Sarne am Bäuer im Melchi eigentlich die Ochsen wegnehmen. Sein Sohn, eben der Arnold vom Melchtal, hat sich dagegen gewehrt und hat am Knecht vom Landvogt den Finger abeinandergeschlagen. Daraufhin hat der Landvogt den Vater enteignet und haben ihn geblendet. So handgreiflich wie dort mal nicht nur zu Obwalden, sondern auch anderen Orten Sachen zu und her gegangen sind, läuft es zum Glück heute bei uns nicht mehr. Trotzdem, Freiheit ist auch heute keine Selbstverständlichkeit auf dieser Welt. Millionen von Menschen sind von Krieg und Terror betroffen oder bedroht oder werden von brutalen Diktaturen unterdrückt. Die Vorzüge von einer freien Gesellschaft und Demokratie sind ein Privileg, für das wir uns immer wieder einsetzen müssen. Gerade in diesen Corona-Zeiten ist uns das vor Augen geführt worden. Unsere Freiheiten sind eingeschränkt worden. Eine Zeit lang haben wir kaum mehr dürfen in Geschäft, nicht einmal mehr zu chillen. Und auch heute dürfen wir das nur mit Einschränkungen tun. Sogar die Demokratie ist eingeschränkt worden. Parlamentssitzungen, Gemeinsversammlungen, ja, Volksabstimmungen sind abgesagt oder verschoben worden. Grosse Kulturanlässe finden nach wie vor nicht statt. Und ein Jahr ohne Schwingfest ist auch für mich ein Herzjahr. Aber auch ganz ohne Corona ist Freiheit und die Einschränkung der Freiheit ein wichtiges Thema. Freiheit ist uns wichtig. Freiheit hat aber auch ihre Grenzen. Unsere persönliche Freiheit hört nämlich dort auf, muss dort aufhören, wo die Freiheit der anderen Mitmenschen anfängt. Und das wäre eigentlich ein gutes, einfaches und kurzes Gesetz,
um das Zusammenleben in unserer Gesellschaft zu regeln. Jeder und jede nutzt seine oder ihre Freiheit so weit, dass er oder sie die Freiheit der Mitmenschen nicht beeinträchtigt. Ein Artikel und fertig. Jetzt wissen Sie aber, ganz so kurz und einfach ist unsere Gesetzesordnung nicht. Schauen wir nur aufs Bundesrecht. Gemäss meinen kurz durchgeführten Recherchen ist der Umfang von der systematischen Sammlung vom Bundesrecht, also Gesetz, Verordnungen, Bundesbeschlüsse, Kantonsverfassungen ohne Staatsvertragsrecht, von rund 20'000 Seiten im Jahr 1990 auf über 30'000 Seiten im Jahr 2014 gewachsen. Ein Zuwachs von 50% in 25 Jahren. Und jährlich kommen ein paar hundert Seiten dazu. Bei diesen Seitenzahlen ist das kantonale und kommunale Recht noch nicht mitgezählt. Und geradezu hyperinflationär in den Seitenzahlen wird es, wenn man auch noch die sonstigen Regeln in unserem, menschlichen Umfeld dazu zählt, wie Hausordnungen, Parkplatzordnungen, Spielplatzordnungen, Grillplatzregeln. Ja, sogar wenn man auf dem stillen Örtchen sitzt, kann man Regeln studieren. WC-Ordnungen oder Toilettenreglement. Die vielen Rechtsbestimmungen und Regeln dienen in den meisten Fällen dazu, Grenzen der Freiheiten zwischen den Mitgliedern der Gesellschaft gegenseitig zu regeln. Und das angesichts dieser vielen und dramatisch wachsenden Seitenzahlen der Rechtssammlungen und von diesen vielen Regeln auch ein gewisser Überdruss um ist bezüglich Überregulierung, ist mehr als verständlich. Gewisse Regeln und Freiheitsbeschränkungen, die verstehen wir ja noch. Wir haben uns zum Beispiel daran gewöhnt, dass man sollte auf der Straße rechts fahren oder dass man bei einem Rotlicht anhalten sollte, damit man nicht teurer mit den anderen Verkehrsteilnehmern zusammenstossen. In anderen Bereichen ist es ein bisschen schwieriger, die Regeln zu verstehen oder zu akzeptieren. Es gibt zum Beispiel 140'000 Gesetzes- und Verordnungsartikel im Bereich Räumplanung und Baurecht. 140'000 zum Glück schweizweit, um nicht alles davon zu behalten. Als Baudirektor habe ich, weiss Gott, auch nicht nur Freude an dieser Situation. Aber Bauen und Räumplanung ist gerade ein interessantes Thema bezüglich Freiheit. Auf mehr Freiheit pochen nämlich angesichts der heutigen Baureglementierung Grund- und Hauseigentümer. Zeigen das jetzt Bäuren oder nicht Bäuren? Sie wollen ihre Liegenschaften entwickeln, erschliessen, neues bauen, Küchen, Stuben, Schlafzimmer vergrössern, die Umgebung bequem einrichten, die Stockwerke der alten Häuser ein bisschen höher machen, mit dem Auto zu den Häusern können dazufahren, die Autos können garagieren, damit sie nicht mehr an der Scheibe kratzen, wenn es gefriert. All diese Freiheiten und Wünsche haben aber auch eine Kehrseite. Der Bedarf an Wohnfläche steigt mehr als doppelt so stark wie die Bevölkerung. Und in der Schweiz wird viel zu viel wertvolles Land verbaut, pro Sekunde bekanntlich ein Quadratmeter. Meistens Landwirtschaftsland, häufig wertvolles Kulturland. Und da sind sich eigentlich hier alle einig. So kann es nicht weitergehen. Und viele Bürgerinnen und Bürger gehen die auch an diesen gebauten Häusern vorbei, schauen die an, freuen sich daran oder ärgern sich darüber, ob sie wollen oder nicht. Und für die Leute, die an diesen Häusern vorbeigehen, steht eine ansprechende und identitätsstiftende Baukultur im Zentrum. Und weil es eben hier immer mehr Leute gibt, die an einem Haus vorbeigehen und es von außen anschauen, als derjenige, die zum Fenster raus schauen in dem Haus, ist Baukultur tatsächlich wichtig. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Freiheit.
Freiheit vom Grundeigentümer und Liegenschaftsbesitzer, seine Liegenschaft zu entwickeln und seine Wohnbedürfnisse und Wohnwünsche zu erfüllen, prallt zusammen mit dem Anliegen, ihn zubetoniert zu werden oder sich nicht mehr dürfen an einer schönen Baukultur erfreuen. Darum haben die Regeln her müssen, 140'000 Artikel im Bau- und Räumplanungsrecht. Ich bin zwar der Meinung, es wäre mit ein bisschen weniger gegangen. Ähnlich verhält es sich mit dem Umweltrecht. Unser gesellschaftliches und wirtschaftliches Handeln bräuchte nicht nur Boden. Es nimmt Rohstoff und Energie in Anspruch, verursacht Lärm, belastet die Luft und das Wasser. Das ist nicht zu vermeiden. Wir erachten die Nutzung von Boden, von Energie, von Rohstoff als unser Recht und als Teil von unserer Freiheit. Und damit greifen wir automatisch in die Rechte und in die Freiheiten von unseren Mitmenschen ein. Weil Rohstoffe sind endlich und unser Wasser und unsere Luft ist auch das Wasser und die Luft von unseren Mitmenschen. Darum gibt es auch hier Tausende von Gesetzesseiten und Artikeln, die die Freiheiten bei der Nutzung von unserer Umwelt und von unseren Ressourcen einschränken. Da kommt noch ein interessanter Aspekt dazu, ähnlich wie bei der Räumnutzung. Freiheit von unseren Mitmenschen heisst nicht nur Freiheit von unseren Familienmitgliedern oder Nachbarn, sondern auch Freiheit von unseren künftigen Generationen. Und mit dem Punkt sind wir bei einem Thema angelangt, wo vor lauter Corona ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Der Klimawandel. Auch wenn es diesen Sommer noch nicht allzu viele Tage mit grosser Hitze hatte, ist es doch so, seit Jahrzehnten folgt ein Jahr mit Rekordtemperaturen am anderen. Heisse und trockene Sommer werden immer häufiger. Und auch vor immer häufigeren und heftigeren Unwetter warnen uns die Experten. Jetzt stellt sich die Frage, schaffen wir es, eigenverantwortlich zu handeln, dass auch die künftigen Generationen noch ein Klima haben, in dem sie unbeschwert können leben, in dem sie vernünftig können wirtschaften. Oder ist unser Streben nach derzeitigem Eigennutz, nach kurzsichtiger Bequemlichkeit so gross, dass es nur mehr Regeln bräuchte, um unser Klima genügend zu schonen? Regeln, die wiederum unsere Freiheiten einschränken. Müssen wir an der Überregulierung weiteren Vorschub leisten? Wie ich vorher schon erwähnt habe, hört unsere persönliche Freiheit da auf und muss da aufhören, wo die Freiheit von anderen Mitmenschen anfängt. Gehen wir also eigenverantwortlich mit unserer Freiheit um. Und zwar so, dass wir nicht die Freiheit von unseren Mitmenschen und von künftigen Generationen einschränken. Damit es weniger Regeln braucht, mit denen wir uns gegenseitig unsere Freiheit entrauben. Weniger Bundes-, Kantons- oder Gemeindegesetz. Weniger Haus-, Spielplatz- oder Toilettenordnungen. Ich wünsche Ihnen, sehr geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Freiheit, aber auch, dass es uns allen gelingt, eigenverantwortlich mit dieser Freiheit umzugehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen allen eine gute Gesundheit und einen wunderschönen 1. August. Thank you.
Sant Antoni und Sant Wendel, der heilige Landesvater, Bruder Gleis, die Welle, die sieht Nacht auf der alten Lea Perberga. Das ist das Wort, das weiß Gott wohl. Hier über der Alp steht ein goldiger Thron. Drin wohnt Maria Mutter Gott, das mit ihrem allerärzt liebsten Sohn und ist mit vieler Gnade übergossen, dort die allerheiligste Dreifaltigkeit unter ihrem Herzen verlassen. Das erste ist Gott der Vater, das andere ist Gott der Sohn, dritte ist Gott der Lieb Heilige Geist, sie welle dies behüten und bewahren. Ave, Ave, Ave Maria, o Maria, die allerherzliebste Mutter Maria, Jesus, Jesus, ach, liebste Herr Jesus Christ, Piat Gott für Seele, Liebe und Gott, und alles, was auf die Alp gehört tut. So meng Seife auf der Alp, so menge guten Engel, so soll das Vieh besorgt sein. O Lobo, zu Lobo, all Schritt und Tritt, Gott, nochmal Lobo.